Me again with another Ben & Jerry's review, and I bought the Target exclusive flavor Glamfire Trail Mix, which I think was released a few weeks ago, maybe just 2 weeks or something, I'm not sure. And it's chocolate ice cream with crunchy pretzel swirls. I mean, pretzel swirls sounds amazing. Marshmallow swirls, I love the Ben & Jerry's marshmallow swirls, and fudge-covered almonds. A lot of swirls and only one solid mix-in. I hope it's gonna be cool and there are a lot of almonds inside because I always need chunky ice cream. I think you guys know that. But I love almonds and fudge-covered almonds should be good, I guess. The picture looks so tasty. You can already see fudge-covered almonds. They seem to be small, unfortunately. You can see the marshmallow swirls. And you can see the pretzel swirls. I think the light ones there, not the white ones, that's the marshmallow, but the lighter ones. It's the pretzel swirl. And here's a pretzel. I'm excited to try the pretzel swirls. I think this is the thing I'm most excited about. And I'm more excited about this one than about s'mores, which I didn't find yet, but I think I won't be too sad if I don't find it. Please comment down below if s'mores is good. Worth trying. Yeah, so what does it say? Inspired by glamfire tales of outdoorsy, what, getaways filled with indoorsy perks, our trail mix is yogurt, chocolatey, nutty, marshmallowed, and pretzel, so you can get lost in the desert without leaving the yurt. Not so easy words for a person that's not from the US, but I think I get it. What is uber chocolatey? Like the uber in German, which means like over chocolatey. I would like to know that. Yeah, it was 350 and I hope it's good. 290 per cup, 16 grams of fat, 33 carbohydrates, 4 protein, and a lot of ingredients because of all of the mix-ins. Wow, that's melted already. I think I just taste the ice cream. Oh yes. It's milky chocolate. It's so good. And I already got some of the pretzel swirls. I think, whoa, can you see that? That's a huge pretzel swirl. What is that? Wow. That is so good. It tastes like, yeah, just like the little Salzstangen or salty pretzels that I know from Germany. Like all mixed into a paste or something. I'm so glad that it is salty, because I thought, okay, maybe they put the salt away, but it's salty. And just the chocolate and the salt, that goes so good together. And I think the salty with the extremely sugary marshmallow swirl, which is here already, is going to be even better. Love with this ice cream. There's no almond yet, but if there's one, I will show. You should run to Target and buy this ice cream. Why is it only a Target exclusive? It's so good. Here's one of the almonds. It's kind of round and covered in chocolate, as it's supposed to be. Yep, it's just an almond with lots of chocolate. It's good. I'm glad it's not only chocolate, because the texture of the almond is just good. Okay, so as far as I can tell by now, this is the best ice cream I've tried in the US this year. By now. Second day. I'm so in love with the base, and I'm pretty sure that the chocolate base in the US tastes different than in Germany.
one thing to complain is that I think I would have loved to have more of the pretzel swirls, because I love the saltiness of them. Aber vorher habt ihr solche Riesenhagen das Ding ja schon mal gesehen. Das Non-Dairy-Hagen, das würde ich auch auf jeden Fall noch holen. Leute, ich habe es gefunden bei Target. 2 Stück für 7 Euro. 1 davon, also 3,50. Habe noch eine andere Sorte gekauft, aber eine davon ist im Glamfair Trail Mix. Das ist so ein Target Exclusive. Bin so gespannt, weil es ist Schokoladeneiscreme mit einem crunchigen Pretzelstrudel. Also hier die Salzstangenbrezeln. Davon Strudel. Das wird hier dieser hellere sein, also nicht der weiße. Dann sind Marshmallow-Strudel drin. Ich liebe die Ben & Jerry's Marshmallow-Strudel. Und dann sind noch schokoladenummantelte Mandeln drin. Die scheinen aber leider relativ klein zu sein. Ich bin mal gespannt, wie das... Kalorien nur relativ hoch. 290 per Cup. 4 Stück haben wir davon drin. Also 103 ist eins. Insgesamt also 412 Gramm. 16 Gramm Fett, 33 Kohlenhydrate und Protein. Und hier die Zutaten. Relativ lang wegen den ganzen Mix-ins. Der Spruch ist auch ganz süß. Könnt ihr euch mal im englischen Video anschauen. Habe ich schon kurz was zu gesagt. Und... Oh, ich freue mich so auf die Sorte. Ich finde das Design auch richtig, richtig schön. Leute, es ist einfach Milchschokoladeneiscreme, die richtig lecker schmeckt. Einfach wie Kakao. Nur besser. Und dann seht ihr diesen Strudel hier. Das ist original wie Salzstangen, aber mit Salz noch dran zum Glück. Als ja, kleine pürierte Salzstangen quasi. Und diese Mischung aus diesem extrem süßen Marshmallow-Strudel, dem salzigen Brezelstrudel, Salzbrezelstrudel und dann der Eiscreme. Boah, ey, Leute, es ist so gut. Und hier ist jetzt mal so eine Almond. Und die ist echt ziemlich rund und einfach nur schokoliert. Ist genauso viel Schoko wie Mandel, würde ich sagen. Schmeckt gut. Passt ganz gut da rein. Also, ich bin froh, weil ich brauche mal Mix-Ins, aber hätte auch irgendwas anderes sein können, aber ist schon lecker. Aber das Eis ist super. Also, das hätte ich tatsächlich auch richtig gerne in Deutschland und kommt immer noch nicht an zum Beispiel The Tonight Show ran, aber es ist trotzdem richtig gut. Also wenn ihr hier seid, müsst ihr das probieren und außerdem finde ich das Design so schön. Leute, das ist erstmal dieses Jahr in den USA bisher das leckerste Eis. Wahnsinn. Also ich bin mir jetzt 100% sicher, die Schokobars in den USA schmeckt anders als in Deutschland und zwar krass viel besser. Auch wenn ich die in Deutschland ja schon mag. Eine Sache, die ich zu meckern hätte, wenn ich meckern darf, wäre, dass ich mehr von den salzigen Brezelstrudeln hätte.